Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir sind mal wieder in der Rubrik Not macht erfinderisch angelangt, beziehungsweise auch nicht. Eigentlich ist es heute so simpel wie noch nie, denn wir machen uns heute mal ein leckeres Mettbrötchen. Dazu kam ich, weil meine Freundin natürlich immer gerne kocht und die kauft immer eine ganze Packung Gehacktes. Und dann bleibt immer ihr Hacktes übrig und dann sagt sie, willst du nicht den Rest essen? Meistens, wenn so ein Fetzen übrig bleibt, nehme ich den und schlinge den rein, einfach so roh, wie er ist. Gefällt mir nämlich sehr gut. Und alles, was ihr heute dafür braucht, ist diese grüne Schüssel. Da habt ihr nämlich den Rest von dem halbtoten, abgestorbenen Gehackten drin. Und eine Tüte Nettobrötchen. Beziehungsweise haben wir uns heute mal einen Semmel gegönnt, denn das ist ein bisschen viel Fleisch, so wie es gerade aussieht. Deswegen haben wir ein normales Brötchen als zu wenig empfunden und nehmen nun einen Semmel. Den schneiden wir auf, alles fliegt wieder rum. Das seht ihr gar nicht so. Von meiner Sparte aus gesehen hier sieht das so heftig aus, aber auf der Kamera wirkt das so, naja, so harmlos. Jetzt packen wir natürlich hier den Semmel schön auf unseren Teller, den wir hier untergestellt haben. Gucken wir hier in die Schüssel rein. Da seht ihr schon das Mett. Zack. Und dann ist eine richtige Klumpen. Und diesen ganzen Klumpen könnt ihr theoretisch einfach nehmen, wie er ist. Viele mehren da immer rum mit dem Messer, voll die Schweinerei. Den packt ihr euch also hier drauf. Es ist so ähnlich wie der Ramses Dog mit den 6 Würsten, aber das reicht natürlich noch nicht. Wir wollen nämlich einen scharfen Geschmack erzeugen und dazu fehlen uns nochmal Zwiebeln. Das ist zwar schon mit Pfeffer und Knoblauch gewürzt, aber vom Silvester immer noch, was jetzt eben schon ein paar Jahre her ist, könnte man denken, haben wir noch diese Zwiebel übrig, die schon seit 100 Jahren im Schrank steht. Die machen wir mal auf. Eben habe ich mich noch beschwert, dass da noch Schale drum ist. Ich habe gedacht, okay, Zwiebel, schneidest du halt ein paar Ringe ab, machst sie da drauf. Jetzt sehe ich, da ist noch Schale drum. Pupsi hat gesagt, die kannst du nicht mehr essen. Guck doch mal, wie das schon alles wegsterzt. Das ist doch nicht normal, dass das so da rauskommt. Aber gerade das finde ich sinnvoll, weil jetzt brauche ich es gar nicht mehr schneiden. Ich kann hier reinfassen und kann hier einfach diese Ringe sozusagen einzeln rausnehmen. Ihr seht das schon hier. Wir gehen mal zum nächsten, ob das da auch so leicht geht. Ne, der sitzt fester, aber kein Problem. Wir lassen uns nicht beeindrucken. Wir drücken und machen und schieben und hey! Und schon habt ihr den nächsten Zwiebelring rausgenommen. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Wir tun das mal alles jetzt hier auseinander machen, dass wir da diese einzelnen Ringe haben. Am besten schneidet ihr das Ende aber noch ab. Also das natürlich wieder mal übelster Lifehack, damit ihr keine Zwiebeln mehr schneiden müsst. Schneidet eine Zwiebel einfach einmal in der Mitte durch, legt sie 300 Jahre in den Kühlschrank und dann irgendwann verformen die sich ein bisschen und ihr könnt die einzelnen Zwiebelschichten verdammt einzeln rausnehmen, wollte ich sagen. Die scheint aber fester zu hängen als alles andere. Wahrscheinlich ist es doch nicht gut, dass das jetzt alles hier hinten dran hängt. Da zieht sich nämlich der Zapfen mit raus. Ich glaube, ich muss mal hier hinten trotzdem bei der Schale das abschneiden. Beziehungsweise so viel Zwiebel brauchen wir auch nicht. Das letzte lassen wir hier drin. Das kommt hier oben in die Schale. Hier, das trennen wir einfach mal ab. So, wie gesagt, nie wieder Zwiebeln schneiden. Und jetzt schneide ich plötzlich Zwiebeln. Das packen wir mal hier oben drauf. Hiervon, den Zipfel, schneiden wir auch ab. Braucht man nicht. Hiervon, keine Ahnung, wir gehen einfach mal hier hinten ran, schneiden das noch und was da alles rausfliegt, fliegt halt raus, was nicht, das nicht. Adi, lass das, das magst du eh nicht. Jetzt zeige ich euch mal, wie das hier aussieht von der Seite. Jetzt habt ihr hier also schön euer Mettbrötchen, wie ihr seht, richtig genial, mit ein bisschen Mett drauf. Hier habt ihr die Zwiebelglocke. Theoretisch könnt ihr die Zwiebelglocke jetzt nehmen und einmal schön auf das Mettbrötchen drauf drücken, genauso wie die andere große, nehmt ihr einfach am anderen Ende, drückt die auch schön hier drauf, dass das schön aufliegt. In der Mitte ist noch Platz, da haben wir hier noch die sind ja kleiner, die fallen einfach auseinander. Geht das nochmal, wie eine Matruschka, richtig genial. Die packen wir jetzt also noch hier hin und noch dahin. Sieht doch auf jeden Fall genial aus.
Geh das nochmal. Hier, geh raus. Guck mal, Adi, guck mal, Zwiebel. Und? Was sagt der Fachmann? Nix. Zwiebel. Die packen wir einfach auch noch mit hier in die Mitte. Scheißegal. Jetzt können wir das Ganze zumachen und haben unser schönes XXL Ramses Mettbrötchen für Genießer. Jetzt müssen wir es nur noch essen oder versuchen zu essen. Aber wenn das jetzt wirklich die Zwiebel nicht mehr gut ist, habe ich morgen wieder Durchfall Deluxe. Aber ihr seht schon, dass das doch richtig heftig aussieht. Guckt euch das doch an. So ein schönes Mettbrötchen. Richtig genial. Und meine Nase ist immer noch kaputt. Für die, die es nicht wissen, das war auch der Adi. Alles im Leben dreht sich nur um Adi. Irgendwann, das Mett auf meinem Brötchen ist auch Adi. Wenn er so weitermacht. Wir probieren jetzt mal hier den ersten Biss in die Zwiebel. Und natürlich das Gehackte. Und die Zwiebel schmeckt auf jeden Fall nach Kühlschrank. Ist auch nicht mehr so saftig wie sonst. Aber hat ihre Schärfe natürlich beibehalten, was sehr gut ist. Hier sieht's aus. Das ist auf jeden Fall ein schönes, fettes Mettbrötchen. Wenn ich meinen Imbiss hätte, ich würde die immer so machen, ich würde die immer so anbieten. 3 € das Stück oder so. Ja, was will man noch weiter sagen? Esst ihr auch gerne Mettbrötchen? Und schreibt es mal in die Kommentare. Und ich verstehe auch nicht, weil meine Mutter sagt immer, du darfst das so nicht essen, das ist roh. Aber wenn ihr zum Bäcker geht und kauft euch da ein Mettbrötchen, dann ist das doch auch roh, oder nicht? Oder ist da was anderes? Ich verstehe es nicht. Angeblich, wenn du das in so einer Packung kaufst, ist das nur welches, was du braten darfst, aber nicht zum so essen. Aber wenn du zum Fleischer gehst, meine ich, nicht Bäcker, zum Fleischer, sagst du möchtest ein Mettbrötchen, klatschen die dir das doch auch so drauf. Ist das nicht dasselbe? Und da gibt es da wirklich einen Unterschied. Ich kenne den Unterschied zumindest nicht. Wir beißen nochmal schön beherzt in die Mitte, lassen uns das Ganze natürlich munden, genießen. Habt ihr auch Bock jetzt auf so ein schönes, fettes Mettbrötchen, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh. Mmh. Gesund.